Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einer Expresslegung hier für dich. Und zwar, was möchte sich jetzt in der Liebe für dich zeigen? In den kommenden Tagen, Wochen. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung gehen. Schauen, dass ich das hier gleich noch etwas umstelle. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier für dich zeigen? Ich werde das hier noch etwas höher schieben, damit du das auch alles ganz gut sehen kannst. Ich bekomme hier einmal zwei Szenarien. Schau bitte, ob du das hier jetzt einmal bist oder ob es dein Gegenüber ist. Weil ich sehe hier in einer Gegebenheit, dass man auch beidseitig gewisse Dinge über Bord wirft, ja? Ich gehe da gleich näher drauf ein. Wir haben hier einmal aus diesem Tarot den Ritter der Münzen. Und in diesem Tarot ist es der Gentleman. Hier ist jemand sehr zuvorkommend, zeigt sich hier auch in Kombination mit der Lady. Ja? Zeigt sich hier auch mit dem Adligen. Bei dem einen oder anderen kann es hier wirklich sein, dass beidseitig, das heißt bei der männlichen Person sowie bei der weiblichen Person, Interesse ist, das heißt, jemand schaut, zusätzlich aber auch dein Gegenüber. Also jemand schaut nach dir und es könnten hier sogar drei Personen sein. Das können aber auch zwei Personen sein oder aber auch in eins eine Person sein. Deswegen schau bitte, fühl in dich hinein, wie sich das für dich eben stimmig anfühlt. Also einmal mit dem Ritter der Münzen. Hier möchte man jetzt seine Bedenken über Bord werfen, denn wir haben hier in der Karte, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in seine oder ihre Arme sinken. Ja, und in Kombination mit dem Ritter der Münzen, der Adlige und auch mit dem Herrscher steht es für eine Person, die gewisse Glaubenssätze hat, Glaubensmuster hat aus der Vergangenheit, die man jetzt aber unmittelbar über Bord werfen möchte. Ja, weil hier ist noch jemand, wir haben das hier einmal mit dem Casanova, dass hier jemand leid ist, dass man in der Vergangenheit oder aber auch im Jetzt Personen bei deinem Gegenüber immer dasselbe wollten, ja, ob das jetzt Intimitäten sind, Feuer und Leidenschaft oder ob das das Materielle ist. Es ist hier das starke Begehren, wo andere Personen immer darauf großen Wert gelegt haben, bei ihm oder bei ihr. Also da gab es irgendetwas, was man jetzt leid ist. Gewisse Dinge hinter sich lässt. Auch mit der Lady, ja, dass du das hier repräsentierst, wenn du als weibliche Person eben auch schaust, irrelevant, wie du hier schaust, dass man jetzt in gewisser Weise in ein anderes Denken kommt. Ja, hier ist jemand sehr akkurat, sehr durchstrukturiert. Das heißt, ich auch mit dem Ritter der Münzen. Ja? Aber all diese Dinge möchte man hier über Bord werfen, indem man hier keine Bedenken mehr hat. Ja? So zeigt sich einmal dein Gegenüber, aber auch du. Ich sehe das in eins. Ja? Dass man hier beobachtet, im Verborgenen ist, dass man hier Status schaut oder über WhatsApp, Social Media. Schau bitte individuell für dich. Aber auch die Kontakte sind hier ganz stark eben auch zu sehen.
ja, wo dann eben auch im Jetzt, das ist hier auch geführt, Kontakte kommen werden, wo vielleicht der eine oder andere schon in Kontakten ist, zumindest ist hier jemand auf dem Weg zu dir, ja. Und hier ist auch jemand in diesem gewissenhaften Schritt, also man hat sich hier schon auf das Pferd gesetzt. Man schaut hier noch kurz auf die Münze, ja, wo es hier stark um Stabilitäten und Sicherheiten geht, all das, was ich schon sagte. Aber diese alte Glaubenssätze in Kombination, die Lernaufgabe, die karmische Lernaufgabe und auch die Lady, was ja für Kontenance steht, für Strukturiertes. Ja, also hier ist es auch so, dass man sich hier nicht so bewusst etwas anmerken lassen möchte. Aber das wirft man jetzt, wie gesagt, über Bord, weil wir haben es hier in Kombination mit der Lernaufgabe. Ja, dass gewisse Dinge jetzt, die ungesund waren, wo man dachte, hier in einem gewissen kühlen, distanzierten Verhalten zu sein, dass man hier letztendlich etwas nicht leben kann. Und das sind die Gefühle. Ja, also hier lebt man ja die Gefühle nicht aus. Hier ist Feuer, hier ist Temperament, aber nicht mit der Lady und auch nicht mit dem Adligen. Ja, also man ist hier sehr kühl, sehr strukturiert. Man folgt seinem gewissenhaften Weg und man hat sich bislang nichts anmerken lassen in diesen Gefühlen. Und hier, wie gesagt, schaut der Ritter noch dein Gegenüber, die männliche Person, auf die Münze und möchte jetzt aber viel in die Gefühle investieren. Ja, also alles, was stark durch Strukturiertes war, stark durch Materielles war, auch im Außen sehr stark, ja, dass man jetzt hier, wie als ob diese Person diese Münze hinter sich wegwirft, ja, dass man hier wirklich sagt, man hat genug von dem bisherigen Leben, wo man den Rücken zudreht, sich jetzt hier auf dieses Pferd gesetzt hat, nochmal kurz auf die Münze schaut, etwas Gewisses zu tun, etwas Gewisses nicht zu tun. Aber man hat sich ja schon auf das Pferd gesetzt, ja? Das heißt, hier wird definitiv dein Gegenüber auf dich zukommen, weil hier auch mit der 12, ja? Also hier geht man den Weg der Entscheidung aus einer Einsamkeit raus in die Zweisamkeit rein. Und die Karte besagt, dass man jetzt durch gewissen Mut, weil man hat hier noch die Maske auf, man ist hier jetzt mutig, wird andere Dinge über Bord werfen, um hier einen Samen zu setzen. Ja, das besagt die Karte einmal aus diesem Tarot. Du bekommst ganz, ganz viele Signale, also Botschaften. Achte bitte auf Dinge, die dir göttlich geschickt werden, das heißt Zahlenkombinationen, Synchronizitäten durch Lieder. Vielleicht findest du Federn oder ähnliches. Ja? Also hier kommen ganz, ganz viele Botschaften, was euch beiden zuteil getragen werden möchte. Bislang hat man sich das verboten. Ja? Also hier hast du es definitiv mit jemandem zu tun, der hier immer Nein gesagt hat, der seine Bedenken nicht über Bord geworfen hat. Ja? Ihr beide höchstwahrscheinlich, hier sind die telepathischen Verbindungen, er oder sie denkt gerade an dich und man möchte jetzt das Feuer ausleben, das Feuer, was zwischen euch entfacht ist, was aber nicht gelebt werden konnte, weil beide in dieser Kühle, in dieser Distanz waren, weil das bekomme ich ganz stark für dich hier. Kann natürlich bei dem einen oder anderen sein, dass hier andere Personen Mitspracherecht hatten, Betonung auf hatten, weil ich sehe hier eine Gegebenheit, wo man das ja über Bord wirft, ja, dass das eben auch die Lernaufgabe war, aus der Perspektive zu schauen, ich schaue jetzt hier nur, aber ich lasse mich nicht verführen oder lasse mich in keinster Weise darauf ein. So bekomme ich das. Entweder bist du das hier oder aber dein Gegenüber. Du wirst hier definitiv weiter die Haltung bewahren, ja, was auch gut so ist, aber diese Bedenken werden über Bord geworfen, dass das eure Lernaufgabe eben diesbezüglich war, aus der Kühlnis rauszugehen, ja, dass jemand sehr, sehr unnahbar eben sich gezeigt hat. Auch mit der Venus, hier ist die Weiblichkeit, auch was wir hier haben mit der Karte des Feuers, ohne Bedenken jetzt diesen Weg zu gehen, etwas Neues entstehen zu lassen. Dein Gegenüber schaut definitiv zu dir hoch. Die Venus spricht viel von Intimität, Feuer, Verlangen, ja, also ich bekomme hier stark mit den Energien, dass zwischen euch dieses Verlangen sehr, sehr stark ist, dass das Ganze hier in der Gegebenheit sich gezeigt hat, in der ungesunden
Lebenssituation. Das, was ich schon sagte, dass man hier nur auf das Materielle geschaut hat, dass man eigentlich schon genug davon hat, jetzt eine ganz, ganz neue Richtung einschlägt. Ja, deinem Gegenüber ist es definitiv bewusst, man möchte jetzt aus dieser ungesunden Situation raus. Ja, also ich bekomme hier sehr stark, dein Gegenüber hat genug davon. Genug davon im Sinne, etwas nicht frei leben zu können. Ja, also hier wird bewusst jetzt das Feuer entfacht, was ja eigentlich schon stark entfacht ist hier zwischen euch. Und man lässt sich hier jetzt auch fallen. Ich sehe, dass ihr euch beide nicht bewusst fallen lassen konntet. Aber wie gesagt, was ich schon sagte mit der Münze, man wirft es einfach hinter sich weg. Ja? So wie die Karte es aussagt, dass man hier keine Bedenken mehr hat und einfach hier jetzt Schritte geht, weil es hier auch zwischen euch geschrieben ist. Also es ist dieses, man kommt in das Bewusstsein, dass es zwischen euch geschrieben ist. Dass jetzt ein neues Kapitel zwischen euch entsteht. All das, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, wird jetzt neu geschrieben in eurer Verbindung. Des Weiteren mit der Karte der Adlige, dann habe ich hier den Südländer und wir haben hier den Herrscher. Hier hat sich jemand stark beherrscht immer. Hier möchte auch jemand definitiv die Führung behalten, also das starke Dominante. Also hier ist jemand sehr stark aus der männlichen Kraft, Yang-Energie, möchte Verantwortung übernehmen, weil diese Person ist es gewohnt. Also du hast es hier nicht mit jemandem zu tun, der nicht weiß, was er oder sie möchte. Definitiv nicht. Also das ist eine Person, wo man jetzt auch diese Schritte gehen wird. Dein Gegenüber kommt höchstwahrscheinlich aus einem anderen Kulturkreis oder aber auch du, schau bitte individuell für dich. Es kann sich hier auch jemand zeigen, wo ihr aus demselben Kulturkreis stammend seid, aber diese Person sich hier gerade im Ausland befindet, entweder da lebt oder auf Reisen ist. Es kann eine Person sein, die aber auch viel auf Reisen ist. Hier wird dir diese Person auch klar vermitteln, was man möchte und was man nicht möchte. Also all das, was hier noch so im Verborgenen ist, wird man sich öffnen, ja, worüber man nicht gesprochen hat. Wenn das hier drei Personen sind, ja, wirst du definitiv in den kommenden Tagen, Wochen davon erfahren, weil hier wird man ja die Bedenken über Bord werfen, wo man bislang einen bestimmten Glaubenssatz hatte, so und so darf es sein, so und so sollte es sein, aufgrund vergangener Erfahrungen, die wirft man jetzt über Bord, ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann hier Kommunikation stattfindet oder aber ihr habt hier schon Kontakt. Ja, schau bitte für dich. Ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Und hier schaut man, hier beobachtet man. Ja? Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Hier intensiviert sich etwas in einer Freundschaft, wo es noch im Heimlichen ist, wo es noch im Verborgenen ist, wo man nicht darüber spricht, dass man hier mehr Gefühle hat als nur Freundschaft. Man geht aber erstmal hier so in dieses Freundschaftliche. Was du aber für dich schon spürst oder ihr beide aber auch spürt, man kontaktiert dich über das Freundschaftliche, ja, also dass man erstmal hier so etwas sicher wägen möchte, bekomme ich hier rein. Es kann hier auch sein bei dem einen oder anderen, wo ich sagte, dass man hier noch eine Person, wo man dieses Kapitel jetzt abschließt, wo man das mit dieser Person beendet, aber ich bekomme das hier stark für dich, dass ihr wirklich rausgeht, aus der Perspektive in irgendeiner Art, Weise und Form Bedenken zu haben. Ja. Einmal mit der Karte, pflege die Bande der Freundschaft. Und wir haben hier göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Habe hier bitte diesbezüglich Vertrauen, dass das, was jetzt auf dich zukommt, geführt ist. Ja, was sich hier schon mit Erzengel Raziel gezeigt hat und aber auch im Mittelpunkt haben wir hier das Buch. Diese Verbindung ist geschrieben zwischen euch. Es ist eine schicksalshafte Verbindung. Ja? Schau hier noch mit den Engelskarten. Und hier haben wir, achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich. Hier ist die Gegebenheit, was ich schon sagte, in der Vergangenheit hat man eben in jedem und alles so die Warnung gesehen. So bekomme ich das hier rein. Wir haben hier auch nochmal die religiösen Faktoren, also auch die starke spirituelle Verbindung, die sich hier zeigt. Jemand hat hier aus Sicht der Karriere immer geschaut, ja, all das, was ich schon sagte. Aber hier ist natürlich auch jemand,
sehr, sehr herrschsüchtig, ja, in dieser Kombination, wie das hier liegt. Also schau bitte für dich, hier möchte dich definitiv jemand beherrschen. Ja, das, was ich schon sagte mit dem Herrscher, das, was man hier jetzt pflanzen möchte, diesen Samen, den man setzen möchte, metaphorisch schon gesprochen, was die Karte beinhaltet, wo du natürlich dann im Verlauf der Zeit hier schauen darfst, tut es dir gut oder tut es dir nicht gut. Ja, das bekomme ich hier auch gerade rein. Ich bekomme hier schon zwei Szenarien, was eigentlich in eins ist, weil diese Person ist definitiv, man bekommt hier nicht genug. Ja? Dann haben wir hier die Karte Liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Und man geht jetzt hier aus einem gewissen Verhalten raus. Bekomme nicht, dass du hier nicht in diesen Selbstwertthemen bist. Ich bekomme, dass du eher in dieser Unnahbarkeit bist, im Sinne von, dass du nicht zugelassen hast. Er oder sie nicht zugelassen hat, weil man hier den starken Fokus eben auf das Materielle hatte. Weil wir haben die Karte Finanzen und Karriere. Wenn du für dich aber jetzt schon weißt, dass du mit jemandem hier in Verbindung stehst, ja, wo dir gewisse andere Personen vielleicht auch etwas schon näher gebracht haben, ja, dass du vielleicht jemanden immer und immer wieder hier reichhaltig beschenkst im Sinne von Materiellen. Da darfst du bitte schauen, das bekomme ich hier auch rein. Ja? Also es sind hier schon Gegebenheiten, die sich auch zeigen in einer Situation, was ich zu Anbeginn sagte, dass man hier ohne Bedenken etwas tut. Und da ist bei dem einen oder anderen die Vorsicht. Ja, also es ist nur für all die, wo es hier wirklich bewusst um das Materielle geht. Das heißt, du wirst auch immer und immer wieder um gewisse Summen gefragt. Ja, oder durch einen gewissen Hinterhalt, das bekomme ich hier auch, dass da Kontakte eben auch sind. Und da geht es ganz stark um die Gegebenheiten, Liebe zuerst dich selbst. Was möchte man in der Gegebenheit nicht sehen? Das bekomme ich hier auch ganz stark rein. Das spürst du für dich, wie die Kommunikation ist. Ja, das spürst du auch im Jetzt, wenn es hier um große Geldbeträge eben auch schon gegangen ist. Ja, dann ist es deine Lernaufgabe, dann ist es nicht zum ersten Mal geschehen, dann ist es hier schon des Öfteren geschehen, dass jemand immer und immer wieder in dein Leben kommt, um gewisses Finanzielles von dir eben auch zu fordern. Das bekomme ich hier leider so rein. Ja, das bekomme ich hier nur für ein, zwei Personen. Ansonsten ist das hier die andere Gegebenheit, dass man aufgrund der starken Gefühle des Feuers, des Temperamentes hier nicht lassen kann und hier aber immer um etwas gebeten wird. Ja, und die Person hier aber irgendwo in Kalifornien ist und das Leben genießt. Das bekomme ich auch gerade rein. Ja, das ist hier ganz, ganz speziell und wie gesagt nur für ein, zwei Personen. Und da gilt es für dich hier, dich zurückzuziehen und zu schauen, ob du jetzt als weibliche Person oder männliche Person schaust. Das ist dann so die Gegebenheit, man wirft jetzt hier alles über Bord. Ja? Auf diese eine Münze kommt es auch nicht mehr drauf an, aber ich kann hier Gefühle ausleben. Ja, das ist nicht im Negativen gemeint, aber es ist wichtig, dass du hier eine gewisse Lernaufgabe erkennst. Ja, so oder so ist man hier in einer ungesunden Situation drin, was man hier jetzt erkennen darf, was beidseitig aber auch erkannt wird. Also hier ist auch jemand nicht ohne. Hier kann schon jemand auf den Tisch schauen, ja, wenn man etwas nicht bekommt, was man sich so hier in den Kopf gesetzt hat. Und da ist es eben zu schauen, weil ich sehe hier einen Weg der Partnerschaft, ja, dass man jetzt noch einen gewissen Rückzug machen kann und sich das Ganze genau anzuschauen. Ja, das bekomme ich für die Gegebenheiten. Das sind dann so Kontakte, die man über Internet hat oder ähnliches, wo wirklich eine Person im Ausland eben auch ist und wo es dann um die Verbindung der Heirat geht. Also hier zeigt sich das auch in Zukunft. Man spielt hier etwas vor und geht dann seinen Weg. Ja, wenn du ihn oder sie überhaupt siehst. Diese zwei Szenarien bekomme ich hier. Rückzug, es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Also hier denkt jemand über gewisse Handlungsweisen nach. Das definitiv, ob das jetzt so ist für das erste Szenario oder für das zweite Szenario. Die Handlungsweisen werden hier schon abgewogen. Und ob du jetzt in dieser Gegebenheit bist, dass du jetzt einmal die Münze über Bord wirfst und dir sagst, ich kann doch hier nochmal.
oder ob du in diesem Szenario bist, wo man hier jetzt diesen gemeinsamen Weg geht. Ja, und schau mal, hier sind ja zwei Personen und hier ist ja noch ein Gesicht im Baum. Ich hoffe, du kannst es hier ganz gut sehen. Und das sind hier die Beobachtungen. Ja? Ihr beide könntet auch beobachtet werden. Und einmal mit der Karte Finanzen und Karriere. Finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. In Kombination, was ich eben schon sagte. Dass man hier immer nur auf das Materielle geschaut hat, immer nur danach gesucht hat. Jetzt aber diese Lernaufgabe annimmt und auf die Karriere eben geschaut hat. Oder in der Gegebenheit, dass hier durch eine Person ein starker Verlust vorprogrammiert ist. Aber das spürst du im Jetzt schon. Dann hast du es schon erlebt. Und da sind wir auch wieder bei einem Geheimnis. Ich werde aber die drei Karten hier noch klären für dich, um eben weiter zu schauen. Auch in der Situation, dass irrelevant wer hier gegeben hat, ja, dass man in der Vergangenheit auch viel gegeben hat, sich durch das Materielle gewisse Werte verschafft hat und gewisses nie gelebt hat. Ja, immer nur durch das Materielle. Da sind wir wieder beim Selbstwert. Ob dich das beinhaltet oder aber auch dein Gegenüber. Hier ist stark das Geben im Überfluss, dass man hier auch der Meinung ist, man musste immer geben, um irgendwo Anerkennung zu bekommen. Ja, ich sehe aber stark, dass die männliche Person hier in diesen Gegebenheiten ist. Ja, dass du da eben auch raus bist als weibliche Person. Was haben wir hier? Wir haben den Dieb. Das ist das, was ich eben schon sagte. Hier sind gewisse Dinge, die in Verlust gegangen sind. Wir haben hier auch den Witwer. Ja, hier wurde man betrogen in der Vergangenheit. Definitiv. Hier wurde man emotional sowie materiell ausgenutzt. Ja? Und einer macht sich hier jetzt ein schönes Leben, einer von den beiden, sprich jemand, mit dem man hier in Vergangenheit gewesen ist, ja, in einer Partnerschaft. Wir haben hier den Witwer. Also die männliche Person ist hier Single. Dann haben wir hier das Haus. Dann haben wir hier die unverhoffte Freude. Hier hat man einen starken Verlust einstecken müssen, ja. Hier ist, hat man viel Geld verloren, hier hat sich auch der Verlust gezeigt, irrelevant, um was es hier jetzt ging. Also man ist durch eine vergangene Situation gebrandmarkt. Ja, und das ist die Lernaufgabe. Es ist das, was ich zu Anbeginn schon sagte. Und deswegen denkt man hier sehr, sehr viel nach. Man beobachtet aber, auch wenn ihr keinen Kontakt habt. Hier sind die Beobachtungen. Ja, und es kommt jetzt hier etwas in Bewegung. Dann haben wir hier die Krankheit. Das kann ein Verlust in den Häuslichkeiten auch sein. Das kann ein Verlust des Hauses, der Wohnung, einer Person, dass hier jemand auch gegangen ist. Ja? Und mit diesen Dingen hat dein Gegenüber noch zu kämpfen. Und deswegen ist man hier so. Ja? In diesem Anzug, mit dieser Maske, ja, soll ich hier jetzt noch mehr investieren oder soll ich überhaupt investieren an Gefühlen? Ja? Weil man in der Vergangenheit sich eigentlich nur damit profiliert hat. Aber hier ist auch definitiv jemand, der hier in der Fülle ist, aber einsam ist. Dass man sich hier wirklich sagt, ich habe hier so viel verloren in einer Partnerschaft, ich habe so viel investiert in eine Partnerschaft, ja, und hat es trotz alledem verloren. Also hier hat man gegen Windmühlen gekämpft. Dann haben wir hier den Verdruss. Hier ist man verärgert, hier sind innerliche Konflikte. Man ist aber mehr verärgert über sich selbst, so bekomme ich das hier. Weil man macht sich hier ganz, ganz viele Gedanken. Was haben wir hier nach der Betrugssituation? Die Sehnsucht. Also hier ist ganz, ganz starke Sehnsucht. Du zeigst dich hier als weibliche Person oder als männliche Person, ja, nach einer gravierenden Verlustsituation. Und wenn du gewisse Verlustdinge in der Vergangenheit erfahren hast, dann darfst du jetzt dich wieder öffnen. Weil wir hatten das Buch, öffne dich für das, was kommen möchte im Hinblick dieser Liebe mit einer Person. Weil es sind hier bei dem einen oder anderen, was ich sagte, zwei oder drei. Und wenn es für eine Person ist, dann ist es, dass man hier eben durch die Vergangenheit erst diese Verlustsituation jetzt hier verarbeiten durfte.
Das sind die Themen hier zwischen euch. Schaue ich hier noch mit zwei Karten aus dem Lenormand Deck für euch beide. Wo geht es hier hin? Hier ist die innere Harmonie gestört. Ja, also hier darf man Frieden schließen. Wir haben hier die Zeit. Hier dürfen die alten Wunden noch heilen. Das bekomme ich hier gerade rein. Ja, mit der Zeit, hier kommt der Kontakt. Hier ist die Einladung. Hier ist das Treffen. Hier haben wir den Hund. Jetzt heißt es die Treue und Loyalität. Man ist aber noch gefangen in einer vergangenen Situation. Man hat immer und immer wieder reflektiert man die Vergangenheit. Ja, hier ist man wie im Rückblick. Immer und immer wieder. Ja. Und wir haben die Kommunikation. Eine wichtige Nachricht wird dich hier erreichen. Und es spricht hier von Treue und Loyalität. Man möchte hier jetzt Frieden finden. Frieden in einer neuen Partnerschaft. Frieden mit sich selbst. Inneren Frieden bekomme ich hier ganz, ganz stark. Und wir haben im Mittelpunkt die Stabilität und die Festigkeit. Ja, man möchte hier aus schwierigen Umständen der Vergangenheit, vielleicht auch Vaterthema, dass man da aus dieser Gegebenheit, auch aus dieser Nähe und Distanz, ja, es kann hier eine Distanz zwischen euch sein, wir hatten hier auch den Rückzug, dass so dieses Nähe und Distanz, dass sich dadurch das Ganze auch schwierig gestaltet. Mit der Brücke eben auch. Gewisse Schritte zu gehen, diese Brücke zu überqueren. Es ist eine sehr alte Brücke, die etwas wackelig ist. Ja, so bekomme ich das hier gerade rein im Metaphorischen. Und dass man Angst hat, hier wirklich runterzufallen, wenn man hier, vor allem nochmal mit dem Gewicht des Pferdes, weil ich bekomme das hier ganz, ganz stark, dass jemand wirklich im Bedenken ist, in Sorgen ist. Wenn ich jetzt hier alles über Bord werfe, kann es sein, dass ich eventuell doch keinen Frieden finde. Und aus der Eventualität darfst du rausgehen und er oder sie wird da rausgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also hier versucht man, zu sich selbst wieder zu finden. Was haben wir hier nach der Zeit? Das ist hier schicksalhaft und hier ist die Gegebenheit, dass man eine Lernaufgabe auch abschließt. Ja, hier wird etwas abgeschlossen. Man darf jetzt auch etwas abschließen aus der Vergangenheit. Ja, dass das Schicksalhafte aus der Vergangenheit hier jetzt gehen darf. Man darf jetzt hier Frieden schließen. Und es geht raus. Wir haben die Mäuse hier auch in Kopflage. Die Entscheidung wird fallen. Ja? Definitiv hier bis zu November. Innerhalb kürzester Zeit, ab dem jetzigen Zeitpunkt, kommen hier Kommunikationen, Einladungen, Treffen, vielleicht auch etwas zu deinem Geburtstag oder seinem, ihrem Geburtstag. Ja, schau bitte individuell für dich. Man spricht noch nicht darüber. Das kann hier auch eine Überraschung sein. So, mein Lieber, ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft für dich umarmt. Bis dahin.